Hallo, meine lieben Kreativen. Ja, momentan ist Unboxing-Time. Ja, deswegen habe ich jetzt wieder ein Unboxing für euch. Mehr gibt es dann nach meinem Intro. Dann wollen wir mal. Wie gesagt, es gibt jetzt ein Unboxing. Und zwar hat der Micha nämlich für mich etwas bestellt, wovon ich nichts wusste. Mal wieder. Ja, und zwar ist das nämlich von der Firma Cosmalori. Ja, er hatte sich da ja auch etwas bestellt und hat dann für mich direkt noch eins mitbestellt, um mir eine Freude zu machen. Und ich weiß wirklich nicht, was das für ein Bild ist. Also ich habe davon jetzt noch nichts gehört von ihm. Ich weiß nur, dass er mir was bestellt hat. Genau. Ja, wie gesagt, mittlerweile trudeln so langsam die Sachen ein, die wir halt in China bestellt haben. Und das dauert ja immer eine Weile, ne? Das kennt ihr ja. So, genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und genau, also es ist ein Bild drinne. Ich hatte jetzt eben schon mal aufgemacht gehabt, um zu gucken, ob das jetzt wirklich das ist, was er bestellt hat, oder ob es das ist, was ich bestellt habe. Und habe den Micha reingucken lassen, ne, damit er gucken konnte, ob es jetzt auch wirklich das ist, was er bestellt hat, oder ich halt. Ne? Genau, deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein. Was es denn ist, es ist auf jeden Fall ein Bildchen. Bitte schön, das darfst du nehmen. Und ich muss sagen, das ist eigentlich schon gut schwer. Also, ja. So, wir machen das mal gerade auf. So, haben wir hier als erstes die Steine und die Leinwand. So, genau. Also, wie gesagt, ich weiß über dieses Bild gar nichts. Wir gucken mal gerade nach den Farben. Also es sind 24 Farben sind es. Ich zeige es euch mal gerade. Ja, 24 Farben. Und dann würde ich sagen, rollen wir es einfach mal auf und gucken, was es ist. Ich sehe auch schon eine Größe hier auf dem Kopf gedreht. 80 mal 40. Also es ist ein langes. Ich gehe schon mal ein bisschen nach hier. Dann rollen wir mal. Boah, Micha, du bist verrückt. Du bist verrückt, das ist Dumbo. Wie cool ist das denn? Guck mal, könnt ihr das erkennen? Ja, also es hätte noch ein Ticken größer sein können. Das gibt es leider nicht größer. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es gepainted ist. Ich finde, den Dumbo kann man jetzt ganz gut erkennen. Aber hier unten wird es schwer. Hier unten. Mal gucken. Ja, wie gesagt, es hat die Größe 80 mal 40. Ich zeige es euch hier gerade nochmal. Da. Und da ist das komplette Bild zu sehen. Leider sehr, sehr klein. Aber ihr seht es ja gerade in groß. Nee, ja, da ist zwei Toolkits sogar sind dabei. Zwei Toolkits und die Steinchen. Und es sind runde Steinchen. Und ich finde, die sehen gut aus. Das nächste Mal bitte dein Handy auf lautlos machen, wenn ich ein Video mache. Sorry, ich muss leider auf Einsatzbereitschaft sein. Ja, ich weiß. Ja, wie gesagt, also es sieht gut aus. Ich glaube, hier kann man es besser erkennen. Ja, also die Steinchen sehen gut aus. Und ich muss mir nochmal das Bild angucken. So. Ja, du musst die Folie am Ende sehen, kann man Ja, auch sehen. ich weiß das. Nur es sah gerade aus, als wenn die Folie hier beschädigt ist. Aber ist nichts. Gerade hinten gucken. Ne, das ist auch nichts an der Stelle. Gut. So, ich mache mal gerade den Klebetest mit euch.
Ja, also es hält gut. Es hält gut. Und ich hole euch mal gerade ein Stückchen näher ran. Also, ne, also ihr seht ja hier jetzt halt die großen Elefanten. Da oben ist Dumbo. Da ist der Zirkus drauf zu sehen. Und so, guckt mal. Genau. Also ich finde den Druck an sich gut. Aber ich glaube, gerade hier unten die ganzen Details, die kommen besser zum Vorschein, wenn es jetzt größer wäre. Gut, wenn man jetzt halt von weiter weg guckt, dann kann man es auf jeden Fall gut erkennen. Ich muss das mal gerade hochhalten, dass ich es weiter weg halte. Ja, das geht. Also so geht's, aber ja. Aber ich finde es cool. Auf jeden Fall. Wieder ein Disney-Bild. Ja. Ich sehe schon kommen, ich habe hier bald nur noch Disney-Bilder hängen. Ja, wie gesagt, also das hat er jetzt bei Cosmalori bestellt. Ja, er hat sich auch etwas bestellt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, was er sich da ausgesucht hat. Werde ich mir aber gleich mal angucken. Ja, kannst du dir einen Film angucken? Habe ich schon hochgeladen. Hallo, ich will es live sehen. Wo sind eigentlich schon wieder meine Toolkits? Die habe ich mir schon mal auf Seite gelegt. Ja, das war wieder klar. Ja, nee, wie gesagt, also auf jeden Fall cool das Bild mit dem Dumbo drauf. Und war eine coole Idee. Ja, willst du die nicht mal auspacken und mal genauer zeigen? Ja, wieso? Man hat die gut gesehen in der Kamera. Ja. Ja, hier die Farbe vor allen Dingen. Ah, warte, ich mach's mal auf. Nimm du mal gerade das Bild. Mhm. Ich muss ja gleich noch ein Foto machen von dem Bild. Ja. So, welche Farbe nehmen wir denn mal? Ach, nehmen wir das helle hier. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen in der Kamera. So, ne? Wo bin ich denn? Da bin ich. Also ich finde die Steine wirklich gut. Die sehen gut aus. Ich sehe da jetzt auch so auf Anhieb keine Nasen drin. Ja, also hier sieht man es auch ganz gut. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das painten lässt. Aber das muss ein bisschen warten. Weil ich habe zwei andere Projekte, die ich vorher machen muss. Ich auch. Ja, nee, wie gesagt, also das finde ich echt gut. Also, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das findet. So, ich packe das mal gerade zusammen. Und roll das auch gleich direkt wieder mit dem Bild zusammen ein, dass ich auch weiß, von welchem Bild diese Steine sind. Wie gesagt, ich muss mir da unbedingt mal ein anderes System überlegen. Also, ich denke mal, Bilder nummerieren, Steinchen nummerieren. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja, genau. Wie gesagt, Dumbo. Ich zeige es euch nochmal. Ja, und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein jetzt auf die nächsten Tage. Yay, Telefon! Ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die nächsten Tage, was da noch so ankommen wird. Ich kann es ja schon mal verraten. Also ich habe auf jeden Fall bei, wie heißen sie nochmal, Everyday E-Crafts, glaube ich fast. Ja, oder Everyday E-Crafts. Irgend sowas war das, hatte ich bestellt. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein. Das müsste jetzt auch in den nächsten Tagen ankommen. Also in Deutschland ist es wohl schon. Und ja, da bin ich echt gespannt drauf. Auf die beiden Bilder, die ich bestellt habe. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Und ihr könnt auch gespannt drauf sein, weil die sind echt schön. Gerade das eine, da habe ich, das habe ich gesehen und ich habe mich direkt drin verliebt. Ja. Deswegen, nee, das hier muss ein bisschen warten. Ja.
Ja, das heißt, das wäre dann so an vierter Stelle. Ja, nee, wie gesagt, ja, da hatte der Micha eine coole Idee, muss ich wirklich sagen. Ja, in diesem Sinne, danke erstmal fürs Zusehen. Ja, und ich sag dann schon mal, Herr Winke, bis zum nächsten Mal. Lass mir gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben. Und ja, ihr könnt natürlich auch gerne kommentieren. Und ja, wie gesagt, wenn ich es schaffe, antworte ich euch. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, in diesem Sinne, schönen Abend euch. Bis dahin. Tschüss.